Yay! Bogen ohne Pfeile. Hast du keine Pfeile? Nö. No. Alles klar. Du weißt, wo du die Pfeile kriegst, ja? Aus einem Dorf. Nein. Warte, da wo es grün ist. Das. Ja, das, oh. Das grüne Haus. Da kriegst du her. Okay. Dann geh ich mal dahin. Soll ich gleich mitkommen? Och, wenn du willst. Ich warte halt nur, bis der Kopf hier verbrannt ist. Der will aber nicht verbrennen. Mann. Die Schweinebacke. Doch, nee. Geh mal zum Haus. Jetzt ist er verbrannt. So, jetzt haben wir hier wenigstens auch am Tor die Leuchten. Naja, dann mach das. Ich hab ja noch. Wie viele Pfeile hab ich noch? 24. Da. Okay. So. Jetzt ist nur die Frage, wo baue ich mein Häuschen hin? Ah, hier ist. Hier sind genügend Pfeile. Du kriegst das Inventar voll damit. Schon. Oh Mist. Was verfolgen mich welche? Naja, aber vor mir ist ein Kannibale, aber ich versteck mich. Naja, wenn's nur einer ist, kannst du dir noch umhauen. Ja. Mit meinem Bogen. Headshot. Läuft. So, hier oben bin ich okay, sind wir auch gleich fertig. So, schnell verbrennen. Einfach mal so einen Wagen nach da hinten, weil ich plane jetzt schon mal, wo ich mein Häuschen bauen will. Okay. Denn das wird kein fertiges, das wird ein eingebautes halt. Anscheinend will Salbert auch auf dem Baum leben. Tja, da muss er sich dann den passenden Baum suchen. Ja. Hier ist der See. Hier hatten wir zwei. Nee. Ich wollte schon sagen. Palim. Sein. Ah, shit, da habe ich den halben Stein mit drin. So, oder brauche ich. Könnte auch hier hin. Ah, ne, ich bleib hier. So.
Wo rastest du ein? Nicht da. Da. Jupp, reicht. Gut, das geht nur im Singleplayer, brauche ich immer 80, 90 Baumstämme. Und das Schöne ist, wenn ich dann auf dem Dach bin, kann ich immer noch drüber gucken. Stimmt. Gut, also das ist meine. Jetzt mache ich aber erst noch die Ausgucke fertig. Ich brauche Stöcke. Ja. Ich gehe auf der anderen Seite. Oh. Mach's doch, guck ich erstmal welche an. Toll. Ja, ich sehe da die drei. Ich füll die mal ganz schnell. Pass auf, oh, die, nee. Die weichen irgendwann aus. Ah, die können eh nicht rein. Außer wenn sie sich reinbacken. Ja, wart's ab, das kann. Das wird noch passieren. Also das Schöne ist, man kann die durch die Tore durchtöten. Hä, hier sind auch noch welche. Ja, ich höre überall welche. Ja. Bald haben wir so einen Kreis. Voller Mutanten. Ich sehe die aber halt gerade nicht, was das für welche sind. Ach doch, normale und graue. Hm. Boah, sollen die so oft gegen unsere Wände schlagen, wie sie wollen? Ja, noch ist Gebäudeschaden aus. Spätestens dann, wenn wir diese Mini-Bauten von uns, wo wir übernachtet haben, abreißen, dann ist Gebäudeschaden an. Oh, hier sind ganz schön viele. Die haben sich welche angesammelt. Ach, da hinten rennst du rum. Ja, ich suche gerade Stöcke. Bin ich auch gerade dabei. Ich kann nicht nach draußen, hier sind voll zu viele. Ich hab's gehört. Ach, man gewöhnt sich langsam dran. Ne, überleg mal, du liegst abends im Bett und deine Eltern, just for fun, weil die das Spiel kennen, fangen auf einmal an, so rumzubrüllen. Du kriegst auch Panik in deinem Zimmer. Oh. Ich hätte halt wirklich Panik bekommen. Also, ich glaube nicht, dass meine Eltern so welche Schreie drauf haben. Also, meine Ex hat das schon hingekriegt, wo ich mit Tyrox Ion aufgenommen habe. Die kam, hat sich hier reingeschlichen, hat mich angestupst. Ich habe mich so derbst erschrocken, dass ich dann natürlich die Hälfte der Aufnahme vergessen habe aufzunehmen. Wow. Das war ein epischer Kampf gegen den Boss. Bin ich dann im Nachhinein erstmal zu meiner Ex ins Schlafzimmer und bin so, hier, weil ich mich wegen dir erschrocken habe, habe ich vergessen aufzunehmen. Was machst du? Was machst du eigentlich gerade? Stöcke. Hier drin sind doch genügend Pflanzen, wo Stöcke kommen. Ja, die sind viel zu klein. Ja, selbst die, wo du nur einen rauskriegst, das reicht doch aus, erste Mal. Ja, okay, die Zäune sind fertig. Bist du dort fertig? Gut, dann ist da unten noch einer. Zwei, hier unten sind noch zwei, die wir machen müssen. Da brauche ich aber halt auch wieder Köpfe, denn... Ach nee, habe ich, reicht aus an Köpfen, was ich habe. Gut. Boah, meine Stimme versagt. Ja, wir haben ja heute auch ganz schön, oder in den letzten Aufnahmen ganz schön was zu lachen gehabt. Oh ja. Oh, ich merke das.
Schnell die Lampe setzen. Klatsch. Und da kriegt der Ike erstmal Schaden, weil er zu dämlich ist, rüber zu springen. Aber es hört sich echt nicht gut an. Ach. Übermorgen kann ich wieder sprechen. Ja, hast du jetzt Ferien. Ja. Da kann man sich schon nochmal erholen. Wollten wir nicht heute zur Yacht? Da war ich doch schon. Du warst bei der Yacht? Bei der See? Bei der See gedacht, da unten, na klar, da ist doch der CD-Player. Dann geh ich jetzt dahin. Mach das. Und ich sammle jeden Kiesel auf, den ich finden kann. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn wir uns gegenseitig mit Kieseln abschießen, ob wir da auch, ob unsere Rüstung da auch Schaden bekommt. Weiß ich nicht. Müsste man mal testen, wenn Cybot wieder da ist. So, ich hoffe, hier ist kein Hai. Oh doch, nee, da vorne schwimmt nur einer rum. Okay. Nur Schildkröten. Ja, die knabbern auch ab und zu mal. Echt? Nein. Zum Glück nicht. Ja, das wäre dann okay. In Real Life würden sie auch versuchen, dich anzuknabbern. Ja. Lebendes Salatblatt. Hier ist gerade einer mit Maske und Handschuhen vorbeigerannt. Ja, ich bin auf der Yacht. Ja, ich nicht. Ich renne außen rum und sammle Stöcke. Und es wird Nacht. Dann muss eins Melvin so langsam mal wieder nach Hause kommen. Ja. Wenn man unter Wasser ist, hört man einfach die Musik immer noch nur gedämmt. Noch. Das ist gut. Ach, dann ist er wasserfest. Das ist noch besser. Nur weiß ich nicht, warum man unter Wasser Musik hören sollte. Haie abzuschrecken? Meeresgeräusche. Ja, ist scheiße. Nur noch ein Ausguck, dann sind wir soweit erstmal fertig. Oh. Mein Grundstück mache ich irgendwann in der nächsten Aufnahmesession. Ich habe ein Geschenk für dich. Bitteschön. Oh Mann. Boah, den muss ich mir gleich mal aufhängen. Warte mal, was habe ich denn jetzt gemacht? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte einfach nur die Stöcke haben. Mist, ich kann den nicht aufhängen. Der hing doch gerade am Boden. Ja, aber ich will den ja nicht am Baum, sondern hier meine... Ja, dann mach ich hier hin. Das wird meine Tierwand. Okay. Müssen sowieso alle Tierköpfe sammeln, die man sammeln kann. Ja. Was gibt's denn noch für Musik hier? Alles klar. Motivationsmusik. Genau, hier. Oh, können wir noch nicht. La, 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 la.
ob das die Mutanten auch anlockt. Die Musik, jo. Echt? Ja. Ich habe schon 6 Teile der Gilly-Rüstung fertig. Der Gilly-Rüstung, so. 7 Teile. Warte, was braucht man für die? Echsenhaut und Blätter. Ah. Aber ich überspringe erstmal die Nacht. Stimmt. Und damit beende ich jetzt auch die Folge.